Liebe Freunde, ich habe jetzt mal einen Leitfaden zum eigenen Selbst zusammengestellt. Das sind 10 Punkte, die uns aus meiner Sicht glücklicher machen, gesünder machen, mehr Freude im Leben schenken. Und vielleicht ist ja auch was für dich dabei, dass du sagst, oh ja, das hilft an mir. Ja, das allererste, das ordne ich jetzt nicht unter die 10 Punkte ein, weil das ist für mich das Größte. Das ist Jesus. Bruno hat eben gesagt, es ist nicht seine Lehre, es ist die Lehre Christi. Und Jesus hat gesagt, der Vater und ich sind eins. Das, was ich kann und noch viel mehr, das könnt auch ihr. Nicht ich, der Vater in mir tut die Werke. Und liebe Freunde, ich finde es einfach ganz, ganz wichtig. Bruno wollte nicht verherrlicht werden. Er hat uns immer wieder auf Jesus verwiesen. Weihnachten war für ihn das größte Fest des Jahres überhaupt. Das Lied Stille Nacht war für ihn das Größte. Ja. Die Heilungen, was durch Bruno geschehen sind und auch heute noch geschehen, die haben wundervoll. Aber sein eigentliches Ziel war ja das, den Weg uns zu zeigen, wie wir wieder Gott näher kommen. Und dieser Weg führt uns durch Jesus. Und deswegen möchte ich mal an die höchste Stelle Jesus stellen. Er ist alles. Wenn wir den Weg mit Jesus gängen, haben wir alles. Geben wir Jesus unser Leben. Vertrauen wir ihm. Er macht es richtig. Er weiß genau, was wir brauchen. Und vielleicht bekennt euch auch zu Jesus. Vielleicht ist das für euch auch ein ganz guter Weg, wenn ihr sagt, oh, bei mir zwickt es und zwackt es noch. Redet mal mit Jesus. Sagt einfach mal, Jesus, bitte komm in mein Leben, ich brauche dich. Und dann schaut mal, was passiert, was geschieht, beobachtet euren Körper. Der Bruno hat auch gesagt, den Körper beobachten ist der größte Gottesdienst. Und das möchte ich jetzt an oberster Stelle sagen. Und jetzt geht's los mit meinen 10 Tipps für euch, vielleicht für ein glücklicheres, besseres, gesünderes Leben. Viel Freude damit. Das erste ist die Meditation. Einstellen, beten. Wenn wir einfach in die Ruhe kommen, wenn wir uns einstellen auf die göttliche Kraft, wenn wir zu Gott beten oder wenn wir einfach in der Stille, in der Meditation sind. Und das muss nicht unbedingt bedeuten, dass man sich jetzt hier sitzt in Meditationshaltung oder in die Haltung, wie wir uns einstellen, wie wir es gewohnt haben. Oder dass wir die Hände falten und beten. Das alles ist natürlich wundervoll und das können wir praktizieren und das hat alles seinen Sinn und das ist ganz was Göttliches. Aber wir können auch die Meditation, das Einstellen oder Beten praktizieren, indem wir einen Spaziergang machen. Im täglichen Leben. Immer. Gott verbunden sein, das ist alles, hat der Bruno gesagt. Also, wir können uns immer in die Meditation begeben. Aber bei jeder Tätigkeit können wir ganz bewusst das tun. Ganz bewusst kochen. Ganz bewusst in der Arbeit sein, ganz bewusst irgendetwas tun, die Kinder versorgen, die alten Eltern versorgen, egal was ist. Wir können immer in der Meditation, im Einstellen und Beten sein. Zweitens, positive Gedanken. Die positiven Gedanken zulassen und die negativen abweisen.
Der Bruno hat gesagt, wir können nicht selbst denken, sondern die Gedanken werden uns geschickt. Manchmal sind sie aus der guten Quelle und manchmal sind sie aus der negativen Quelle. Und wir entscheiden selber, welche Gedanken wir aufnehmen. Die guten Gedanken werden wir Gutes erleben. Bei schlechten Gedanken werden wir Schlechtes erleben. Deshalb aufpassen, was für Gedanken wir zulassen. Also nur gute Gedanken zulassen und bei den anderen sofort stopp, nein, will ich nicht, weg damit. Drittens, das Essen. Wir schlingern unser Essen einfach so runter, weil wir es halt so gewohnt sind. Vielleicht schauen wir dabei noch Fernsehen. Und das ist natürlich nicht gut für uns und unseren Körper. Esst man bewusst, Bissen für Bissen. Bedanken wir uns vorher beim lieben Gott, also ich segne vorher immer das Essen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich bitte ja immer Gott um Vermehrung vom Essen, damit alle Lebewesen genug Nahrung und Wasser haben. Und ich wünsche mir dann selber immer eine gesegnete Mahlzeit. Während dem Essen nichts anderes tun, nur essen. Wenn ich esse, dann esse ich. Bewusst jeden Bissen und dafür dankbar sei, dass wir Essen haben. Und natürlich kommt es auch darauf an, was wir essen. Also Gemüse, Obst, das sollte natürlich immer mit dabei sein. Viertens, die Natur. Bauen wir eine tiefe Verbindung zur Natur und den Naturwesen auf. Wenn es möglich ist, gehen wir in den Wald. Da wird es uns viel, viel besser gehen, wenn wir da sind, wenn wir die Bäume mal umarmen, mit den Naturwesen sprechen, einen was Liebes sagen. Oder in einem Park. Man kann auch in einem Park spazieren gehen. Und wenn das nicht möglich ist, kann man sie auf die Terrasse oder auf dem Balkon sitzen. Da sieht man vielleicht auch irgendwo einen Baum, aber Blumen. Und wenn das nicht ist, sieht man einen Himmel. Also die Natur schätzen und ehren. Fünftens, Bewegung. Den Körper Bewegung schenken. Das kann ein Spaziergang sein. Natürlich, wenn man ganz sportlich ist, kann das vielleicht Wandern sein. Wir machen Yoga, ein bisschen Gymnastik. Und wenn das alles nicht funktioniert, weil wir vielleicht bettlägerig sind, wir können vielleicht die Hände bewegen, dann werden wir die Hände kreisen oder die Füße kreisen, wenn das möglich ist. Den Kopf hin und her bewegen, schenkt man dem Körper Aufmerksamkeit und Bewegung. Das tut uns richtig gut. Sechstens, die Selbstliebe. Und selbst Pflege nennen sie jetzt mal. Der Charlie Chaplin hat das mal, das ist ein wundervolles Gedicht, als ich mich selbst zu lieben begann. Das kann man sich auf YouTube anhören. Das ist wundervoll. Der Bruno hat auch gesagt, seien Sie einmal im Leben Egoist. Weil wenn wir uns selber lieben, wenn es uns gut geht, dann können wir erst andere lieben, dann können wir andere was Gutes da. Stellen wir uns mal vor den Spiegel und sagen wir uns mal selber, du bist genau so richtig, wie du bist. Du bist wunderschön, genauso hat Gott dich erschaffen, egal wie wir ausschauen. Der liebe Gott wird sich da wohl bei was gedacht haben. Und die Selbstpflege, ja, gönnen wir unseren Körper mal
ein warmes Bad mit einem guten Badezusatz. Nehmen wir uns selber mal in den Arm. Sagen wir uns selber liebevolle Worte. Du bist wundervoll, ich liebe dich. Und das tut unseren Körper richtig gut. Siebtens, eine gesunde Routine. Das fängt in der Früh, ob man aufsteht, besser gesagt, bevor man aus dem Bett aufsteht. Falls wir uns am Wecker stellen müssen, weil man in die Arbeit muss oder wegen die Kinder, dann stellen wir doch mal 5 oder 10 Minuten früher. Und diese 5 oder 10 Minuten können wir uns auf die göttliche Kraft einstellen, können wir uns recken, können wir uns strecken. Und dass wir dann in der Ruhe aufstehen, dass wir in der Ruhe alles lernen, nicht in der Hektik, in der Ruhe. Lasst mir eine ruhige Routine in den Tag einfließen für das, was wir tun dürfen. Also zum Beispiel in die Arbeit gehen oder frühstücken, Mittagessen, Abendessen, Kinder versorgen, egal was ist. In der Ruhe liegt die Kraft, hat der Bruno gesagt, und das ist ganz, ganz wichtig. Also schaffen wir uns für den Tag eine gesunde Routine. Achtens, wichtige Dinge. Was ist wichtig? Wichtig ist für mich das, dass man sich auf Gott einstellt, dass man positive Gedanken hat, dass man was Gutes isst, dass man in die Natur geht, dass man Bewegung hat und die Selbstliebe. Dass man natürlich auf seine Kinder schaut, die Kinder versorgt oder vielleicht ältere Eltern, wenn man hat, dass man die versorgt. Das, was halt dazugehört. Alles andere, wie zum Beispiel, jetzt muss ich noch shoppen gehen, weil ich brauche ja unbedingt eine neue Jacke. Ist für mich vollkommen unwichtig, weil es hängt sicher eine Jacke im Schrank. Oder ich muss jetzt einen Kuchen backen, weil ich kriege Besuch. Unwichtig. Dann kriegt der Besuch halt nur einen Kaffee. Oder ich kaufe vielleicht ein paar Kekse dazu. Man kann es sich wirklich selber einfach machen, es muss nicht schwierig sein. In der Einfachheit, also die gesunde Routine ist das, was tut mir gut, wobei bin ich glücklich. Wenn ich Sachen mache, wo ich nicht glücklich bin, dann soll ich das sein lassen. Weil das tut meinen Körper nicht gut. Und natürlich, man muss auch zum Beispiel staubsaugen, die Spülmaschine ausräumen. Aber auch dabei kann ich glücklich sein, kann ich zum Beispiel sagen, lieber Gott, danke, dass ich zwei gesunde Hände habe, dass ich das tun kann, dass ich das tun darf. Aber was einen überhaupt nicht glücklich macht, das soll man sein lassen. Und das sind die wichtigen Dinge. Was ist uns wirklich wichtig? Genau das, was mich glücklich macht. Neuntens, die Selbstheilung durch die eigene Kraft. Der Bruno hat gesagt, es wird die Zeit kommen, wo sich jeder aus sich selbst heilt. Und liebe Freunde, die Zeit ist da. Wir können unsere Selbstheilungskräfte wirklich in Kraft setzen. Wenn ich den festen Glauben habe, dass ich gesund bin, dann wird es auch so sein. Aber natürlich müssen wir unseres dazu tun. Wir müssen glauben und vertrauen. Der Bruno hat es ja gesagt, glaube und vertraue. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft.
Und wir wissen natürlich nicht, was Gott für einen Plan mit uns hat. Wann die volle Gesundheit eintritt, ist uns immer eine Gnade Gottes. Aber wir kennen unseren Teil dazu, dass wir unsere Selbstheilungskräfte in Kraft setzen. Zehntens, Regelungen annehmen. Der Bruno hat selber gesagt, wenn die Gesundheit eintritt, dann entstehen Regelungen. Es kann ja gar nicht anders sein, weil das Gute mit dem Bösen, ich sag's jetzt mal, kämpft. Ja. Und das kann schon mal weh tun. Oder da können also wirklich gesundheitliche Dinge auftreten, wo man sich denkt, ja, was ist jetzt das schon wieder? Und das soll man nicht denken. Wenn wir alles abgeben haben, alles, und der Körper ist leer, wir haben wirklich alles an Bruno oder Jesus Gott übergeben, dann sind es Regelungen, wenn wir fest an die Gesundheit klammern. Und durch diese Regelungen gehen wir durch. Wie lange es dauert, das weiß nur Gott. Also durch die Regelungen durchgehen. Ja, liebe Freunde, das ist jetzt einfach mal so ein Leitfaden zum eigenen Selbst, nenne ich das jetzt einfach. Und ich habe da auch noch ein paar wunderschöne Sätze, die man sich immer wieder sagen kann. Ich bin als göttliches Wesen einzigartig und niemand hat das Recht, mich zu verändern. Also nochmal. Ich bin als göttliches Wesen einzigartig und niemand hat das Recht, mich zu verändern. Und liebe Freunde, wir dürfen das Licht nie im Außen suchen, sondern im Innern. Im Herzen ist das Licht, im Herzen ist Gott und Jesus und Bruno, nicht im Außen. Und dann habe ich nur einen schönen Satz. Ich fühle das göttliche Licht in mir und es wird mir bewusst, dass ich ein Teil der Schöpfung bin. Durch das bewusste Wahrnehmen bekräftige ich diese Verbindung zu Gott. Gestärkt durch diese Verbindung zum Kraftfeld der göttlichen Liebe weiß ich, dass alles in meinem Leben für meine Heilung und meine Glückseligkeit ist. Ich spüre Freude und Dankbarkeit in mir über diese Erkenntnis. Ja, liebe Freunde, vielleicht war für euch das eine oder andere dabei, wo sagt, oh ja, jetzt stelle ich mein Leben mal ein bisschen um. Es muss ja nicht radikal sein, in kleinen Schritten. Aber einfach einmal vielleicht die 10 Punkte mal überdenken und vielleicht ist für euch was dabei. Ich hoffe, ich habe den einen oder anderen vielleicht ein bisschen anschubsen können auf ein bisschen besseren, göttlicheren Weg. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, eure Jemi.